Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Fish Simulator. Ich bin ja gar nicht mehr so aktiv in dem Spiel, aber ich habe beim letzten Mal ein bisschen gefarmt, wie ihr hier sehen könnt. Es kam auch schon vor langer Zeit ein neues Update raus und das werde ich mir jetzt erstmal kaufen und gucken, was es so Neues gibt im Bermuda-Dreieck. Und das kostet mich sogar 100 Millionen, als ob. Okay, ich dachte, ich hätte ein bisschen vorgesorgt mit dem Geld, aber scheinbar nicht. So, 100 Millionen Bermuda-Dreieck. Ich finde das... Oh, das ist ein cooler... Oh, das ist ein cooler Farbton, der hier überherrscht. Ich guck mal, wie schnell ich abbauen kann. Alles klar. Okay, ich glaube, ich müsste mal anfangen, ein paar Fische zu farmen. Der Fisch, den ich jetzt schon seit Ewigkeiten habe, der läuft nicht mehr so gut. Das habe ich hier. Ich habe hier so einen Blossom in Shiny aus Welt 6. Als ich vor einer Woche noch geplant habe, hier ein Fisch-Simulator-Video aufzunehmen, da wollte ich eigentlich auch in der Welt davor jetzt mit dem gesparten Geld ein paar Eier öffnen. Aber ich glaube, das kann ich jetzt stecken lassen. Ich kann jetzt hier Eier öffnen. Das wird dann diesmal gar nicht so lange ausreichen. Aber irgendwie müssen wir zurechtkommen. Naja, und dann habe ich das Fisch-Simulator-Video sowieso sehr lange aufgeschoben. Was ist das da unten für eine Maschine? Ach, ist das wieder die Maschine für die Welt? Upgrade. Ja, das ist die Radioactive Upgrade-Maschine. Das finde ich auch krass in diesem Spiel, dass die mit jeder Region ein neues Upgrade hinzufügen. Ganz anders als Pet-Simulator gibt es halt so viele Versionen von deinen Fischen und ich weiß nicht, wie stark die dann dadurch werden können. Aber es muss ja extrem krass sein. Aber wie will man einen Fisch aus dieser Region hier radioactive bekommen, wenn man nicht den ganzen Tag spielt und farmt und Fische zieht? Das ist doch unmöglich, oder? Könnt ihr mal hier auf den Shop gucken, da kann man ja mal sehen, was die gerade anbieten. Aktuell bieten sie einen Fisch mit 60.000 Damage an, alles klar. Dann gibt es doch den Electro, den Galaxy, den Omega und den Daybreak. Alles klar. Und ich habe es fast geschafft. Oh mein Gott. 1,8 Millionen habe ich dafür bekommen. Das hat sich ja mal so gar nicht gelohnt. Aber was sich lohnen wird, ist, wenn ich jetzt die Rank Rewards abgreife. Na gut, ging. Ging klar. Es war jetzt auch nicht so krass. Aber ich gehe jetzt erstmal zu den Eggs hier. Mich kostet das 23 Millionen. Und es kostet mich 1,9 Millionen. Und ich will natürlich das Legendäre dort haben. Ich gehe diesmal nicht auf Shiny, damit wir einfach höhere... damit wir einfach mehr Eggs öffnen können und wahrscheinlicher das Legendäre ziehen können. Ich use jetzt ein Super Lucky Egg. Ein Lucky Egg habe ich gar nicht. Und dann mal los, ne? Okay, Cocoa ist schon mal das Schlechteste, was man ziehen kann. Weiter geht's. Mein Fisch-Inventory ist voll. Das gibt's. Oh, was mache ich denn jetzt mit den anderen Fischen? Ich würde sagen, die kommen alle weg. Weg? Brauche ich alle nicht. Oh Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, wenn man keine Game Pässe holt. Aber Bumblebee muss ich behalten, weil war mein erstes gutes Pet, das ich einfach so random gezogen habe. Warum ist der eigentlich hier hinten, während die hier vorne ist? Achso, weil die shiny sind. Das ist alles Dust in Shiny. Ich behalte die Dusts mal. Aber die Limes kommen, die kommen weg. 21 Pets deleten. Jetzt können wir wieder 21 Pets hatchen und dann sollte es auch gehen. Pearl, das ist doch schon mal was. So, weiter geht's und... Cocoa... Kokoas werde ich wahrscheinlich wegschmeißen. Ja, komm, ich werde kommen aus Auto-Deleten, damit ich die gar nicht mehr ziehen kann. Ey, das ist cool, dass die da sogar Delete drüber schreiben. Ich kann mir da gerade richtig so Bra-Momente vorstellen, wenn so ein Streamer hier ganz viele Eggs öffnet, Auto-Delete noch anhat, dann so ein ganz seltenes Seed und dann steht da, deleted. Oh. Achso, okay, ich dachte, das Geräusch bedeutete eben, dass da was Krasses rauskommt. Aber das Geräusch habe ich wohl die ersten Male nur überhört. Deleted. Gefällt mir. Aber komm, jetzt mal was Selteneres. Please, please. Obwohl, ich kann jetzt 800 Eggs öffnen. Ich glaube, dann sollte ich vielleicht doch auf Shiny gehen. Please. Meine Stimme ist auch voll heiser. Ich weiß nicht, was los ist mit meiner Stimme. Deleted. Und in Ordnung. Ich bin gerade aufgewacht, habe gefrühstückt. Keine Ahnung, vielleicht werde ich jetzt krank. Das wär's doch, Leute. Vielleicht ist Conny endlich krank. Je mehr ich spreche, desto mehr merke ich, dass meine Stimme wehtut. Wir müssen da jetzt durch. Ich muss Videos vorproduzieren, sonst werde ich nicht fertig mit Arbeit. Aber ich könnte jetzt auch langsam mal was Besseres als eine Pearl ziehen, oder? Was soll denn das? Ich möchte jetzt endlich mal ein Legendary ziehen. Danke für die Pearls. Danke, danke. Danke für die Cocoa. Aber jetzt bitte was Gutes. Please, please. Ja, ein Golem. Epic. Das ist doch schon mal was. Wir haben einen Kugelfisch gezogen. Wie Conny sich einfach nicht an seine eigenen Vorhaben hält. Und einfach die Shiny Eggs öffnet, obwohl er die normalen öffnen wollte. Ich hasse Conny so sehr. Schreibt mal alle ein, ich hasse Conny in den Chat. Dankeschön. Ach ja, ich bin gerade gar nicht live. Und schreibt mir mal in die Kommentare... Oh, noch ein Golem, das gefällt mir. Schreibt mir aber bitte mal in die Kommentare... Oh, mein Fisch-Inventory ist voll. Alles klar. Ich gucke jetzt mal, ob ich schon ein bisschen was damit machen kann. Husch. Ich gehe nach Atlantis. Hallo. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch Fisch-Sim spielt. Oder ob ich das zu langweilig geworden ist, weil ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sich Fisch-Simulator so sehr lohnen wird. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Pearls hier auf jeden Fall Platin machen. Dann haben die auf jeden Fall nicht mehr 52k, sondern 73k. Das ist natürlich viel krasser. So, die Pearls haben wir jetzt auch Platin. Und
Auch Platin gemacht. Dann haben wir noch Dusts. Nee, komm, die Dusts, die delete ich. Die will ich gar nicht haben. Und von den Golems brauche ich auch nur 3. Ich muss noch einen dritten Golem ziehen. Oh mein Gott. So, ich gehe jetzt erstmal auf Delete wieder. Und ich delete alle Kokoas. Und ich delete auch alle Dusts. Komm, brauche ich nicht. Bonbon, woher habe ich den denn bekommen? Habe ich den eben vergessen zu löschen? Oder war der irgendwie eine Belohnung? Keine Ahnung, der kommt jetzt weg. 10 Pets deleted. Und da bin ich mit meinem Kugelfisch. Sieht aber auch ehrlich gesagt ziemlich hässlich aus. Aber immerhin mal ein anderer Fisch. Ja, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch den Group Reward von hier mitnehmen. Dankeschön. Und wieder rein in den Hub. Und zum Bermuda Triangle. Ich wusste echt nicht, dass das im Bermuda Dreieck so schön aussieht. Ich dachte, das ist einfach nur Wasser. Und wir öffnen weiter Eggs. Und ziehen weiter Pearls. Wenn ich Auto-Delete für Rare auch... Nee, ich mache nicht Auto-Delete für Rare an. Weil dann möchte ich gucken, ob ich die vielleicht über Platin noch hinauskriege. Ich meine, ich kann ja noch so gut 10 Pets öffnen. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit Kokoa ziehe... ich ziehe wirklich die ganze Zeit Kokoa. Ah, Pearl, sehr gut, sehr gut. Weiter damit mal. Weiter, please. Oder diesen Kugelfisch, den ich schon habe. Oder den legendären. Da beschwere ich mich nicht, wenn ich den Legendary ziehe. Golem, danke. Sehr gut, dann kann ich den Golem auch Platin machen. Ich wette mit, auf Platin hat er dann 100.000. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und ich bin pleite. Oh oh. Ich kann ja mal gucken, wie viel kostet mich hier einer der Heads. Die kosten mich 40 Speed, bringt der 60.000 kostet der. Dann hole ich den. So, ich owne den Head und rüste natürlich aus und bin jetzt ein bisschen schneller. Auf zur Platinmaschine. Achso, ich kann den Golem nicht machen, wenn ich ihn ausgerüstet habe. Dann rüste ich die Bumblebee aus. So, Golem. Yeah, ich habe ihn. Und jetzt habe ich nur noch Pearl und Blossom. War es das? Hatte ich nicht eben mehr? Ah, jetzt. Upgrade. 111.000 hat er jetzt. Okay, das gefällt mir. Hiermit kann ich natürlich dann one-hitten, ist klar. Ich würde aber sagen, ich gehe jetzt noch zu diesem Verzauberungstisch. Der war, glaube ich, hier. Wir können ja nachgucken, wo es war. Ja, hier war die Maschine. Bei der Snail Society. Dann gehe ich da mal hin. Da ist gerade noch mein anderer Fisch drin, für den ich mich gerade gar nicht mehr interessiere. Er hat Crate Pop 4 bekommen. Okay. Ich rüste jetzt aber einmal hier so eine Pearl von mir aus. Ah, stimmt. Ich habe die auf Platin gemacht. So viele. Und ich wollte die noch auf die nächste Stufe bringen. Das kann ich noch machen. Einen Augenblick. Das mache ich hier. Magma. Bam, bam, bam. Okay, 3 davon werden auf Magma gemacht. Von 72.000. Jetzt zu einem Magma-Pad. Mit 92.000. Oh, das ist auch gut. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht Magma machen. Aber ich packe auf jeden Fall den Golem hier jetzt rein. In 3 Stunden ist er fertig. 10.000 für Instant mache ich. Kann ich den Golem nochmal reinpacken? Dann ist er in 6 Stunden fertig. Es würde sich, glaube ich, gar nicht lohnen, weil das nächste Mal, wenn ich spiele, ist wieder das nächste Update draußen. Aber ich drücke auf Start. 15.000 nur mache ich. Und dann 9 Stunden. Start. Last 1, Strength 5 ist gut. Aber den Zeitraum warte ich jetzt noch ab. Ich wähle jetzt hier meine Pearl mit Magma aus. Gehe dann wieder ins Bermuda-Dreieck rein. Und im Bermuda-Dreieck gucke ich dann mal, wie gut ich mir zum Magma-Pad abbaue. Aber krass. Jetzt sieht man dem auch erstmal richtig an, dass der ein Magma-Pad ist. Man muss echt ziemlich lange warten, bis sich was an den verändert. Oh, und hier im Marianengraben fällt das kaum auf, weil alles sowieso schon rot ist. Ah, aber abbauen dauert trotzdem noch lange. Also, Marianengraben. Bermuda-Dreieck. Aber im Bermuda-Dreieck, ja, es soll ja auch lange dauern. Oh, und ich habe Landshark auf 100. Wenn ich das jetzt abbaue, werde ich dann endlich die nächste Stufe oder ist Landshark schon das krasseste? Nee, ich kann mir einen Rank abkaufen, also gibt es da auch was Besseres. Oh mein Gott, dann werde ich gleich sehen, was nach Landshark kommt. Oder auch nicht, dann muss ich noch was abbauen. Ich will jetzt die nächste Stufe erreichen. Wenn ich schon bei 100% bin, dann kann das doch nicht mehr so lange dauern. Hallo, please, please. Ich kriege keine hohe Stimme hin, weil ich heiser bin. Aber please, gib mir 100%. Meine Stimme ist heute echt kaputt, das ist schlimm. Ich wollte eigentlich heute 2 Videos aufnehmen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Immer noch 100. Ey, aber wenn ich jetzt so eine Kiste abbaue, dann muss es auf jeden Fall höher gehen. Und? Auch nicht. Ich will mal gucken, ob ich hier bei dieser Maschine... Nee, kann man nicht. Aber jetzt die Crate. So weit kann das doch gar nicht mehr weg sein. Ich muss doch bald mal meinen Rank abbekommen, oder? Oh, jetzt aber please. Hallo? Leute, ich fahre mir zu lange, bis ich diesen Rank up habe. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Leute, ich habe jetzt so lange gefarmt. Wenn das jetzt nicht die letzte Kiste ist, dann breche ich ab, Leute. Ich glaube, dann wird daraus nicht. Dann muss ich das offscreen machen. Es kann doch nicht sein, dass dieses 1% so lange dauert. Aber naja, so ist das wohl im Leben, ne? Und wir kriegen es wieder nicht. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Schaut auch gerne meine anderen Videos an. Bis dann und ciao!